Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich diesen Funkturm gemacht habe. Und jetzt kümmere ich mich um diesen Funkturm hier oben. Deswegen ab dafür. Und ja, ich würde sagen, daher ich nicht schießen kann, mache ich mich sowas aber von außen in Staub. Sprich, wie bei GTA, oder wie ich es bei GTA gelernt habe, einfach in die Höhe. Weil, witzigerweise, KI kann Länge und Breite, aber Höhe meistens nicht. Warum auch immer. Also aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen sagt sich manche KI einfach, okay, der ist jetzt Höhe so und so. Ich folge ihn einfach mal nicht mehr. Und auch nochmal auf meiner Seite die Betonung, keine Ahnung warum. Das ist der Ort, wo ich raus muss, ne? Augenblick muss ich noch warten. Jetzt darf ich wieder runter. Bei 500 Meter so ungefähr werde ich dann auch rausspringen. Und ich sehe gerade, der hat zwei rote Blätter, oder? Oder dreht sich das einfach nur so komisch? Also zwei Ebenen, meine ich. Na, egal. Jetzt bin ich doch ein bisschen zu spät abgesprungen. Stelle ich auch gerade wieder fest. Egal! Feind geortet! Angriff! Angriff! Hey, ich habe doch F gedrückt! Okay, machen wir es anders. Machen wir es auf die sichere Variante. Unfassbar. Ich bin einfach Starter. Keine Ahnung. Was? Einfach nur unfassbar. Warum? Ganz ehrlich, warum wurde ich jetzt eben einfach trotz F drücken nicht abgefangen? Jetzt hat es auch wieder ganz kurz gezögert. Okay, ich glaube, da ist allgemein gerade was im Argen. Ich sehe es, dieser Feigling. Granate! Ja, sehr gut. Umzingeln! Ich hab ihn! Aufpassen! Er hat keine Deckung! Wir brauchen Hilfe! Schickt Luftunterstützung! Huch. So viel zur Kommunikation, Arschlöcher! Stets zu Diensten, Kumpel! So. Wieder mal upgraden möchte ich. Weil ich das so selten gemacht habe. Schlechtererweise natürlich auch. Und ja, einmal noch da rein. Irgendwie spinnt das sowieso ein bisschen gerade ab, habe ich das Gefühl. So. Den habe ich mich noch nicht geflogen. Soweit ich weiß. Sei vorsichtig damit! Finde ich aber, daher der so kompakt ist, sieht er relativ schnell aus. Und ich hoffe damit auch, das hier relativ schnell zu erreichen. Den 1,8 entfernten Punkt. Okay, das ist echt ein schneller Heli.
Ja, der hat schon 300 Meter hinter sich. 400 Meter. Ja, der gefällt mir. Mal gucken, 1 Kilometer in jetzt. Okay, also fast 20 Sekunden für 1 Kilometer. Das ist... Ja, doch, das kann sich sehen lassen. Das Blei. Feind gesichtet! Alle verfügbaren Einheiten vorrücken! Pandak Pane! Schickt einen Helikopter! Schnell! Eindringling! Eindringling! Ich gehe rein! Komm schon! Deckung! Ich gehe um ihn rum! Er ist verletzt! Umzingeln! Er ist getroffen, lasst ihn bluten! Ich hab ihn! Ich nehme seine Flanke! So, den nächsten Punkt markiere ich... Ach, das war schon... das war schon von Funkdingern hier auf der... bezogenen Bereich. Na gut, Leute, dann mache ich jetzt eine der Nebenmissionen. Das Gelbe waren die Ula Boys, ne? Einschüchterung mache ich mal. Dafür sollte ich mir das markieren und nicht... Da ist der! Mal sehen, wie er mit einer langen Strecke klarkommt. 13 Kilometer. Wir haben jetzt 7 Minuten. Partlänge. Mal sehen, ob ich es schaffe, innerhalb von 2 Minuten da hinten hinzukommen. Luftunterstützung unterwegs. Ankunft in 30 Sekunden. Er saust vorbei. Ich hoffe, dass er auch schnell genug vorbei ist. Okay, einen Nachteil hat so ein kleiner Heli natürlich. Er ist sehr... schussempfindlich, sage ich jetzt mal. Na gut, jetzt habe ich den so gelobt, den Heli, und vielleicht ein bisschen zu früh, vielleicht auch. Wer weiß. Vielleicht, wenn ich hier noch ein paar Tricks angehe, keine Ahnung. Vielleicht so nach unten schaue, dass ich dann mehr Front... Keine Ahnung. Oder muss ich vielleicht mehr über den Boden fliegen, um mehr Geschwindigkeit zu haben? Ich kenne mich doch nicht aus. Bin doch nur Praktikant. Nein, Spaß. Ne, wir kümmern uns auf jeden Fall jetzt erstmal um eine Nebenmission wieder. In voraussichtlich 3 oder 4 Parts wird mal wieder eine Sonderfolge kommen, würde ich mir sagen. Also jetzt ab jetzt ausgesehen 3-4 Parts, wenn es hochkommt 5, wo ich mich mal wieder aggressiv darum kümmere, die Anzahl an noch zu befreienden Orten zu erledigen. Natürlich wieder mit System und Verstand, ne? Sprich erst die leichten Sachen wie Wohn- und Dorforte, also Wohngebiete und Dörfer, sowie auch darunterliegende andere weitere Orte. Okay, den habe ich noch nicht entdeckt. Das irritiert mich jetzt mal. Nehme ich dann auf dem Weg mal mit. Wobei ich ja dachte, ich habe alles schon irgendwie entdeckt. Na gut. 215 von 300. Schieß mich tot. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Warte mal. Das heißt, hier war wirklich ein Ort, den ich noch nicht entdeckt hatte. Läuft. Oh, und jetzt sehe ich da auch noch einen. Huch. Okay. Dann muss ich den auch nochmal mitnehmen. Vielleicht soll ich ihn mir nochmal markieren. Ich habe zwar zweimal gedrückt, aber er hat es irgendwie nicht mitgenommen.
Und dann geht es auch weiter zum Missionspunkt, keine Sorge. Wir haben jetzt sowieso schon 2 Minuten Weg gebraucht. Bis jetzt. Tatsächlich, 2 Orte, die ich einfach so übersehen habe anscheinend. Aber mal ganz ehrlich, guck mal auf der Karte, das ist auch ein bisschen unfair, ne? Genauso wie mit den blauen Punkten, das ist auch manchmal unfair. Sowas darf aber eigentlich nicht passieren, natürlich. Es reicht nicht, wenn man auf 100% spielt, ne? Ja, irgendwie macht mir das jetzt auch Sorgen, dass ich noch mehr übersehen habe, aber hey. Okay. Kann noch ein Weilchen dauern. Ich bedanke mich, dass Sie mit Air Solaris fliegen. Ich hoffe, Sie haben einen entspannten Flug. Wie Sie sehen, dürfen Sie sich jetzt abschnallen. Bitte aber weiterhin nichts rauchen und nichts trinken. Danke. Nein, aber Spaß beiseite. Jetzt sind nur noch 4 Kilometer, dann sind wir auch fast da. Ja, noch mal ein Stück weiter sinken, also höhenflugmäßig gezogen, nicht vom Niveau. Mit Niveau sinke ich ja sowieso schon seit Jahren. Nee, ist echt so. Na, okay, Spaß beiseite. 3 Kilometer verbleiben. Da vorne kommt eine Brücke, wo ich tatsächlich nochmal nachgucken möchte, ob da vielleicht was herumliegt. Deswegen gehe ich schon mal so tief. Grandioserweise ahne ich aber schon wieder, dass wahrscheinlich hier wieder nichts sein wird. Oder ich täusche mich und es ist voll und ganz was da. So. Aber ja, über der Straße schwebend ist wirklich schneller. Also rein optisch. Rein haptisch, wie er nach hinten wegsieht, nicht wirklich. Na, mal kicken, was da für eine Aufgabe auf uns wartet. Hoffentlich bloß keine schwere, das wäre jetzt schlimm. Da ich ja den Helikopter eh in der Mission nicht wirklich mitnehmen kann aktiv. Ja, wobei, bevor ich ihn irgendwo reinkrachen lasse, wie ich es ja absolut gerne mache mittlerweile, werde ich ihn lieber sicher und vorsichtig hier landen.
Ja, sicher und vorsichtig, wie ich gesagt habe. Und guck mal, was er zu sagen hat. Fouché, der kleine Dreckskerl, weigert sich, seine Schulden bei mir zu bezahlen. Heute ist in dieser Gegend seine monatliche Lieferung unterwegs. Erledigen Sie sie und erteilen Sie meine Lektion. Okay, verstanden. Gut, und jetzt überbringen Sie ihm die Botschaft, einen Van nach dem anderen. Schickt alle verfügbaren Einheiten. Er blutet wie ein Schwein. Okay, alles klar. Was war das denn bitte schön? Lass mich raten, das panauische Militär hat hier eingemischt, richtig? Ich hasse das. Mann. Okay, egal. Gut, und jetzt überbringen Sie ihm die Botschaft, einen Van nach dem anderen. Schickt alle verfügbaren Einheiten. Jetzt haben wir ihn. Moment, kapiert das gerade richtig, das mit F drücken? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo mein Problem lag. Mit F zünde ich das, ja. Gut, und jetzt überbringen Sie ihm die Botschaft, einen Van nach dem anderen. Attacke! Er ist auf dem Dach! Kavallerie, komm! Rein mit dir! Wo drüber? Er ist vorne! Oh nein, er ist auf dem Dach! Jetzt kommen wir! Jetzt haben wir ihn!
Arschloch, blute! Rüber, rüber! Und rüber! Ich kann nicht schießen! Bitte stecken Sie die Pistole weg! Ich tu, was Sie sagen, aber töten Sie mich nicht! Du verdammter Wichser! Er ist schwer verletzt! Boah! Ausgezeichnet! Ich denke, der Mann hat's kapiert! Wenn er blutet, können wir ihn töten! Die kommt wie gerufen. Okay, nächste Mission. Zwei Kilometer Entfernung. Gut. Also, in dem Sinne gut, weil ich da schnell hinkomme. Huch. Der Baum war echt groß gerade. Upp. So, noch 900 Meter. Es schien nach, zerstöre mich bitte. Entschuldigung. Okay, machen wir weiter. Was erwartet er hier von uns? Oder erfahren wir das erst im nächsten Part? Hallo? Spiel? Na, nehme ich mal wieder Flüssigkeit zu mir. Ich bin Das ist aber wahrscheinlich mein Untergang, daher es wieder mal sich weggehangen hat, wie ihr ja mitgekriegt habt. Okay. Ach, komm schon. Altar! Ja, okay, ich bin down. Gut, dass aber ja, Missionsstart bezogen war. Der Punkt, der Zeitpunkt, weil so habe ich wenigstens noch den Vorteil. Ja. Da ich jetzt wieder lebe. Beschaffen Sie den Wagen, und mir das Motorrad krallen kann. Jetzt ausschwärmen, Männer!
Für den Ruhm von Panau! Los, einsteigen! Und natürlich zählt der logischerweise natürlich auch zu den 100%, denn den Wagen kann man so nicht finden, habe ich gelesen. Ah, gut, gut. Jetzt müssen Sie den Wagen nur noch abliefern. Okay, das merkt man so gut wie gar nicht. Abzüge in der B-Note, ich weiß ja, Leute. Liegt wie ein Feld auf dem Asphalt, aber wenn ich dann einmal anfange zu bremsen, ist das, wie ich Leute vielleicht einfach nur vom Gas runtergehen. Ja, ist besser. Schon fängt er an zu schlaggern. Also in dem Spiel gilt die Regel, einfach nur vom Gas runtergehen, nicht versuchen zu bremsen. Wobei, ich glaube, die eigentliche Bremse ist Steuerung, ne? Oder? Nee. Alt? Nein, alt war diese Position, stimmt ja. Handbremse, da. Ja, okay, dann kann man besser... Dann kann man um Längen besser auch bremsen. Kein Problem. Er ist tot. Für den Ruhm von Palau. Er blutet wie ein Schwein. Keine Gnade. Okay. Büschen hier den Ort auseinandernehmen, wenn ich wir hier schon sind. Feindkontakt. Aber wenn ich nicht weiß, was das für ein Ort ist gerade. Ich weiß nur so viel, ich will ihn fertig haben. Ich sehe das Ziel. Jetzt ausschwärmen, Männer! Ausschwärmen! Ey, wer kapiert? Ah, ich sehe es gerade. Attacke! So, was? Ich brauche Deckung, ich gehe rein. Macht Platz. Rein mit dir. Los, einsteigen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm!
jetzt sehe ich gerade den Tempel da hinten. So, jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Okay. Okay, okay. Dann wird sicherlich die Kurve da oben noch mit dazugehören. Oder auch nicht. Dann doch eher das da vorne. Ja, hier vorne mehr könnte was sein noch. Du hast was? Oh, ich sehe es gerade, die Tankstelle ist nicht komplett. Eine Tanksäule hat überlebt. Okay. Bevor ich mich jetzt noch länger mit den in Anführungszeichen Behörden hier durch. Das ist ein Scheißjob, aber irgendwer muss ihn machen. Oder um die Ohren schlage. Werde ich mal ganz kurz gucken. Die nächste Mission ist hier. Und täuscht mich mein Auge oder ist der Bereich größer geworden? Egal. Wie kümmern wir uns auf jeden Fall um diese Nebenmission? Was sagt die Zeit vor allen Dingen? Ist das Wichtigste dabei? 30 Minuten. Das heißt, im nächsten Part geht es direkt mit dieser Mission los. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.